Hier ein konkretes Beispiel zu Tangente und Tangentialebene im dreidimensionalen Raum. Man gibt uns diese Funktion f mit den zwei Variablen x, y, diese Funktion, deren Graph so aussieht. Betrachten wir diesen Graph. Und wenn wir diesen Graph reduzieren auf diese Fläche, so erhalten wir ein schönes dreidimensionales Gebilde. Angegeben wird auch dieser Punkt P mit Abszisse minus 1 und Ordinate 0. Das Lot von diesem Grafikpunkt erhalten wir, indem wir hier drin x durch minus 1 und y durch 0 ersetzen. So finden wir als Lot 1. Dieser Punkt P gehört also zum Graph der Funktion f. Und an diesem Punkt werden wir die Tangentialebene bestimmen. Wir erinnern uns, das ist die Tangentialebene zum gesamten Graph an diesem Punkt P. Die kartesische Gleichung dieser Tangentialebene schreibt sich allgemein in dieser Form. In dieser Gleichung werden wir also x0 ersetzen durch minus 1, y0 ersetzen durch 0 und z0 ersetzen durch 1. Um diesen Faktor zu berechnen, werden wir zuerst die partielle Ableitung der Funktion f nach der Variablen x berechnen. Wir werden also dieses f von xy ableiten nach x, indem wir y als Konstante ansehen. Diese Ableitung ergibt dann also 4x hoch 3 minus dieses 3y Quadrat fliegt aus der Ableitung raus, weil es ja eine multiplikative Konstante ist. Dann bleibt noch x Quadrat abzuleiten, das macht 2x, also die Ableitung von diesem Term. Das ist minus 6xy hoch 2 und dann noch plus die Ableitung dieser Konstanten, das heißt 0. Die partielle Ableitung von f nach der Variablen x ergibt also 4x hoch 3 minus 6xy hoch 2. Und dann ersetzen wir hier drin x durch minus 1 und y durch 0. So ergibt das minus 4. Dieser Koeffizient ist also minus 4. Jetzt dieser da. Zuerst rechnen wir die partielle Ableitung der Funktion f nach der Variablen y. Also leiten wir diese Summe ab nach der Variablen y, indem wir x als Konstante ansehen. Die Ableitung von x hoch 4 ist also 0. Minus 3x² ist konstant und fliegt als multiplikative Konstante aus dieser Ableitung raus. So bleibt noch y² abzuleiten, das macht 2y. Diese Ableitung ergibt also minus 6x²y. Plus die Ableitung von y hoch 4, das ist 4y hoch 3. Diese partielle Ableitung nach der Variablen y ergibt also minus 6x²y. Plus 4y hoch 3. Und hier drin ersetzen wir x durch minus 1 und y da und da durch 0. Somit ergibt dieser Faktor also 0. Diese kartesische Gleichung wird also zu dieser da, die wir noch viel einfacher schreiben können in diese Form. Was also bedeutet, die kartesische Gleichung dieser Magenta-Tangentialebene ist diese da. Wir beobachten das Ganze nochmal in der Animation und erinnern uns, diese Tangentialebene ist tangent zum gesamten Graph an diesem Punkt P. Jetzt werden wir Folgendes machen. Wir konstruieren jetzt die Ebene mit kartesischer Gleichung y gleich 0, das heißt diese vertikale Ebene. Der Schnitt dieser vertikalen Ebene
mit dieser Magenta-Tangentialebene ist diese rote Tangente. Beobachten wir das in der Animation. Die zwei Ebenen schneiden sich effektiv in dieser roten Tangente. Also können wir diese rote Tangente kartesisch beschreiben mit der Gleichung dieser vertikalen blauen Ebene und der Gleichung dieser Magenta-Tangentialebene. Das heißt so. Wir werden jetzt genau dasselbe machen, dieses Mal aber mit der vertikalen Ebene x gleich minus 1. Das ist diese Ebene da. Und diese blaue Ebene schneidet diese Magenta-Tangentialebene in dieser Tangente. Beobachten wir das? Stimmt so. Also können wir diese rote Tangente beschreiben mit den kartesischen Gleichungen von dieser blauen vertikalen Ebene und dieser Magenta-Tangentialebene. Das heißt so. Wenn wir aber in der ersten Gleichung x durch minus 1 ersetzen, so wird diese erste Gleichung zu z gleich 1. Das ist die kartesische Gleichung von dieser horizontalen Ebene. Also können wir diese rote Tangente auch beschreiben als Schnitt von dieser horizontalen Ebene und von dieser vertikalen Ebene. Also durch diese kartesische Gleichung und durch diese kartesische Gleichung. Beobachten wir das? Stimmt. Jetzt kommen wir nochmal auf diese zwei Tangenten zurück und auf diese Tangentialebene. Selbstverständlich liegen diese zwei Tangenten in dieser Tangentialebene. Beobachten wir das auch noch? Und wir erinnern uns, das Ganze gilt für den gesamten Graph. Und die Übung ist beendet.